So Leute, hiermit kann ich jetzt endlich verkünden, dass der Umbau komplett fertig ist. So sieht die BMW jetzt aus. Jo, jo Leute, was geht ab? Euer Hatzweiler hier wieder am Start. Heute geht es weiter mit dem Umbau von der BMW. Ich muss jetzt unbedingt noch ein paar Teile abbauen, die jetzt morgen zum Lackierer gehen, also die Felgen. Habe ich ja schon abgebaut, das sind halt die ganzen Verkleidungsteile und das Verkleidungsteil geht zum Lackierer, also die beiden großen Seitenteile. Denn hier vorne geht das Teil soll zum Lackierer, denn hier innen drin eventuell dieser eine Rinde soll zum Lackierer. Die Teile habe ich jetzt auch in Carbon von der HP4, habe ich günstig ersteigert bekommen bei eBay. Aber die gibt es auch bei Hornig zu kaufen. Ich hau mal da unten den Link wieder rein, weil die haben echt mega viele Teile für BMW. Da könnt ihr mal reinschauen, da gibt es diese Teile auch in Carbon. Ich hatte Glück, ich habe sie halt bei eBay günstig bekommen in Carbon. Hier vorne für den Kühler habe ich auch so Racing-Gitter bekommen. Das ist speziell für die BMW, das wird hier über reingesteckt. Das habe ich zu Hause liegen, aber die Teile werdet ihr noch früh genug sehen. Das ist so. Ich habe immer so eine grobe Version, wie ich das so, mir das so vorstelle. Und es kommt alles nach und nach, es kommen auch andere Griffe und so alles dran. Aber wie gesagt, als nächstes wird erstmal alles lackiert. Und dann ziehen wir weiter, dann kommen auch die ganzen Carbon-Teile dran. Aber jetzt müssen wir einfach auseinander machen. Das heißt, wir müssen dann die ganzen Verkleidungsteile abbauen. Wichtig ist dabei, die Übersicht nicht zu verlieren. Und ungefähr grob zu wissen, wo welche Schrauben reinkommen. Also jetzt bauen wir sie richtig auseinander. Hier unten die Plastikteile, also das Teil, was ich jetzt gerade abmache, das kommt ja komplett weg. Das kommt ja gar nicht mehr dran. Denn hier unten kommt hier der Carbon-Hook-Spoiler dann komplett dran. Also verabschieden wir uns von diesen Teilen, die ich gerade abschraube, für immer und ewig. So, jetzt ist bei der Schraube die Frage, ob sie die Karosserie mithält oder nicht. Naja, wir machen hier oben die los. Ich schraube erstmal alle Schrauben los und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon eine Seite alles abgebaut. Da ist einfach alles ab. Die Teile kommen nicht mehr dran, die Seitenteile, die wir jetzt zum Lackieren nehmen. Bei den Teilen, die habe ich immer nachträglich gekauft im Weiß, da weiß ich nicht, ob ich die so weiß lasse oder ob ich die auch noch in Carbon organisiere. Das weiß ich noch nicht. Vorne das Schutzblech kommt ja auch nicht mehr ab, das haben wir ja auch in Carbon. Und hier vorne ist dieser Ring, wie ich das jetzt einfach mal nenne, den lackieren wir auch komplett. Und ja, jetzt sehe ich als nächstes das Teil hier vorne rausbauen. Dass wir das Teil auch noch lackieren komplett, das Schwarze. Weil das sieht dann halt von vorne mega geil einfach aus. Wie ich mal so scheiß GoPro-Haltung irgendwann, die dann richtig beschissen abgehen. Aber mehr. Gut, ich baue jetzt das nächste Jahr mal das Teil hier vorne ab. Filmen brauchen wir das nicht, weil das dauert ein paar Minuten und das ist ja auch nicht spannend. Dann wäre es einfach alles geil. Als allernächstes, um hier vorne die Front abzukriegen, muss ich einfach die Spiegel lösen. Und vorne sehen wir ja, sind es mit zwei Schrauben fest. Ganz easy. So. Ich hoffe, das sieht auch. Das sollte in der Regel nicht passieren, aber das passiert schon so. Um die Schrauben nicht zu verlieren von den Spiegeln, machen wir sie gleich hier wieder drauf. Und dann packen wir die Spiegel nachher schön sorgfältig weg, dass nichts wegkommt. So, ich baue es noch den anderen Spiegel. So Leute, hiermit kann ich jetzt endlich verkünden, dass der Umbau komplett fertig ist. So sieht die BMW jetzt aus. So lassen wir die jetzt auch. Hier kommt noch so ein dicker Scheinwerfer hin, hier vorne so ein rundes Lichtlein und dann ja, ist er fertig. War ein Scherz. So, wir haben jetzt alle Teile ab. So sieht es jetzt aus. Ziemlich nackt. Ziemlich nackt und hässlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Teile. Die gehen morgen zum Lackierer. Und dann, wenn die wieder zurückkommen, geht das Zusammenbauen wieder los. Aber in der Zeit, wo die jetzt so auseinandergebaut ist, machen wir alles schön sauber. Besser gesagt Eike, denn die kleinere Hände. Ich glaube, gerade gezuckt, so Eike vor Angst. So, hier hinten kommt dann auch noch, der Schutzblech kommt ja ab, da kommt ja auch ein Carbon. Ich war die ganze Zeit gerade am überlegen, ob ich das Teil auch noch lackieren lasse hier hinten. Aber ich bin mir da so unschlüssig. Und ja, mal schauen.
Die Fußrasten kommen auch alle ab. Hinten kommt dann auch eine andere Sozius-Abdeckung noch drauf. Aber auf die warte ich noch, bis sie ankommt. Ja. Achso, ich kann euch mal zeigen, was für Teile lackiert werden. Einmal das Teil, ziemlich klein, unbedeutend. Das ist da vorne die Front, das Stück. Links und rechts sind die Lichter. Das wird lackiert. Dann, das hier ist der sogenannte Ring. Mhm. Und dann die zwei Seitenteile. Keine Sorge, ich weiß, hier ist Betonboden, aber wir haben die echt ganz vorsichtig dahin gepackt, sodass da keine Kratzer reinkommen. Ja, und den Rest der Teile haben wir drüben auf eine Decke gepackt. Und ja. Eike, was sagst du eigentlich so zum Umbau? Ja, das Einzige, das mit dem Putzen, darüber müssen wir nochmal reden. Mhm. Aber ansonsten freue ich mich drauf. Du weißt schon, wenn die jetzt nächstes Jahr, also dieses Jahr komplett umgebaut ist, dass du halt die auch pflegen musst, ne? Du musst mein Auto dafür pflegen, mich pflegen und die KTM pflegen. Deal? Oder nicht Deal? No Deal. Oh, doch. Eine freue mich schon darauf. Okay. Bin schon so gespannt. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja wartet mal. Toni, was sagst du denn eigentlich dazu? Was soll ich sagen? Ich hab nichts davon. So, letztes Mal wollten ja ein paar Leute wissen, was das für Fahrräder sind. Das ist Toni sein Fahrrad. Welches deins? Das linke ist deins, Toni, ne? Ja. Das ist Toni sein Masterfahrrad. Das ist mega geil, ich bin das eine Mal gefahren. Das ist so ultra leicht. Wie schwer ist das? Keine Ahnung. Hauptsache Ahnung. Das nächste geil ist, das echt dicke, fette Reifen. Hier sieht man das aber. In so ein kleines Malheur reingefahren, wie man hier sieht. Wo bin ich einfach? Hier, guck mal her, Tino. Das ist eindeutig ein Fladerhaufen gewesen. Vorderhaufen. Und da haben wir auch viele gefragt, was hier steht. Das ist die schwarze R1 von Adi, von unseren Armeesoldaten. Aber die wird dieses Jahr Toni ganz oft fahren, weil Adi, der geht ja ins Ausland, also er muss ja runter nach Afghanistan über den Sommer. Und damit die halt nicht das ganze Jahr rumsteht, bewegt Toni die ein bisschen. Achso, Adi, wo wir gerade deine Karre hier sehen, ne? Nachricht an dich. Putz deine Karre endlich mal. Die steht schon seit 3 Monaten hier rum und du willst seit 3 Monaten putzen. So Leute, also ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao, tschüss.